Dari, let's play. Ja, ja. Was ist mit diesem Schokobo da, der Grüne, oder? Er ist grün, denke ich. Dieser Schokobo? Nun, der, ja, lass mich überlegen. Ich kann mich nicht recht erinnern. Hey, willst du mich verarschen? Kannst du dich an was erinnern? Lass mich überlegen. Ich kann mich nicht recht erinnern. Also scheint, als müssten wir hier irgendwie hin und wieder mal vorbeischauen. Irgendwann erinnert er sich dann und kann uns vielleicht hier so ein paar Sachen über Schokobos erzählen. Wahrscheinlich kommt da genau das bei raus, was ich vorhin schon erzählt habe mit dem goldenen Schokobo. Dass es verschiedene Farben gibt und der beste ist der goldene. Blablabla. Aber vielleicht erklärt er einen ja auch, wie man so einen goldenen Schokobo bekommt. Das weiß ich ja jetzt nicht. Das wäre vielleicht ganz nett. Ich meine, wenn er das Schokobo weise ist, dann dürfte man eigentlich annehmen, dass der so etwas weiß. Müssen wir uns merken. Gut, aber jetzt gehen wir hier Iris besuchen. Naja. Ich hasse Gänge zum Friedhof, ey. Das ist ja im Prinzip jetzt genau das Gleiche. Hier können wir auch buddeln, ne? Da hat er irgendwie... Willkommen in Bonewish, dem Ort für Naturfreunde. Braucht ihr noch was? Ihr seid noch da? Durch Fossilien wissen wir, was sich seit dem Urknall zugetragen hat. Jetzt wollen wir in die Zukunft schauen, bis zum bitteren Ende. Ist schon ein komisches Gefühl. Hier, ich möchte graben, das ging doch hier. Die Mondtafel liegt irgendwo vergraben. Hab ich doch schon. Wenn du willst, können wir sie für dich ausgraben. Ich möchte etwas haben. Möchte etwas haben? Ach so, hier. Verkauft so einen Dreck. Ja, buddelt mal. Vielleicht kann man hier noch was anderes auskrabbeln, weil... Fangt an zu graben. Außer der Mondtafel. Wonach sollen wir noch graben? Wertvoller Schatz. Ist gut. Dann leih ich dir ein paar von meinen Leuten. Zeig uns, wo wir graben sollen. Genau, so, wie war das denn? Drücke Wechsel, um deine Helferposition zu punkten. Also, hier einer hin. Ja, kostet Geld. Beim ersten Mal war es aber kostenlos, habe ich zumindest so in Erinnerung. Hier einer hin. So. Mal gucken, was das hier so gibt. Hier einer hin. Ah ja, lauf da hin, Mann. Oh, alter Schwede. Hier einer hin. So, und hier noch so. Oder bist du hier in der Ecke? So, das dürfte dann reichen. Ah ja, hier, Gegenverkehr, komm. Kleines Kindchen, du darfst zuerst. Okay, wechseln und... Bam, Bomben zünden. Keine Ahnung, was das soll. Jeder Helfer wird die Erschütterung messen und sich im Blickrichtung zu vergabenem Objekt aufstellen. Ja, das kennen wir ja schon. Bestimme die Ausgrabungsstelle, in der du dorthin gehst und die Wechseln drückst. Deine Leute werden dann nach dem gesuchten Gegenstand graben. Okay, der guckt doch direkt schnurgeradeaus, also hier so. Hier müsste das sein, weil der da unten guckt auch hier hin, also graben wir mal hier. Ja, genau da. Also, die haben da zumindest hingeguckt, die drei Typen, ne? Na gucken, was wir gefunden haben, jetzt es kommt. Trank, oder... Mistra-Gewehr? Was ist das denn? Wenn sich das lohnt, mache ich das hier öfter, glaube ich. Ach, hier, guck mal. Fernkampfwaffe für Vincent. Okay, komm, machen wir nochmal. Einmal machen wir es noch. Von uns sogar haben, ja. Wertvoller Schatz. Dann will ich mit einem kleinen Schatz. Wir stellen die genauso auf wie gerade. Das ist, denke ich mal, ganz gut. Einen hier. Einen hier. Tja. Einen wieder hier. Einen da und einen da hinten. Das haben wir am Anfang nicht gemacht. Ganz am Anfang haben wir ja nur unten die Leute aufgestellt. Und dann haben wir uns gewundert, dass die alle nach oben geguckt haben. Und hier oben dann auch gebuddelt werden kann. Das kann ja keiner wissen, ne? So, und hier. Genau, so. Was ist denn für ein toten, rauchender Totenschädel, ey? Coole Hütte, muss ich schon sagen. So, bam! Mal gucken, wo sie jetzt hinglotzen. Ja. Das muss da nicht jedes Mal angezeigt werden. Wir wissen, wie es funktioniert. Die gucken ja schon wieder zur gleichen Richtung. Ist das normal? Hier, die gucken schon wieder hier hin. Ja, da buddelt noch mal da. Ja. Können wir jetzt noch mal das gleiche Gewehr, oder wie? Geht ja gar nicht.
Ist. Was? Die haben doch da hingeguckt. Leck mir am Arsch, ey. Die wollen mich doch nur ausnehmen. Gibt's wahrscheinlich nur einmal einen Schatz. Ja, komm. Gehen für Iris besuchen. Na, ist hier wieder eine Materia? Wir haben ja letztens. Also letztens. Kuyata gefunden. Oder nee, hier war das. Die lag hier. Hier lag die rum. Das sieht schon wieder so aus, als würde hier was liegen. Hier so was Pinkes, ne? Aber ich weiß nicht, was das ist. Das ist ein Grafikbug. Das ist ein Bug. Keine Materia. Ach, wie war das denn hier? Kommt man hier. Muss man hier unten her? Oder muss man da oben her? Oder ich weiß nicht mehr. So, jetzt. Naja. Ich erinnere mich an euch Scheißgegnern. Es gibt aufs Maul. Guck mal, wie will ich die abziehen, ey. Das ist doch nicht deren Ernst. 1400 zieht der ab. Ey, was ist mit denen los? Sind die alle am Schmollen? Wir sind voll die Emos, ey. Ja, das Leben hat keinen Sinn. Ah, jetzt doch wieder. Wir haben gewonnen. Ey, die geben aber ordentlich Erfahrung, ne? Für so Billigviecher. Toll. Habe ich doch richtig in Erinnerung. Wir müssen da irgendwie hoch. Ah ja, genau so. Hier müssen wir wirklich hin? Wo ist denn der Bungenhagen dann? Ich habe irgendwie so das Gefühl, dass wir falsch sind. Oh, ich weiß es doch nicht, ey. Scheiße. Yeah, Juffi, du bist ja richtig gut. Ah, tanz mit mir, Cloud. Nein, ich tanz nicht. Oh, Juffi hat Limit, cool. Geölter Blitz. Ah, ich zeig euch meinen geölten Blitz. Blam. Ah ja, irgendwie Blutung und... Oh, ordentlich. Aber wobei, für ein Limit eigentlich schon wieder schlecht, wenn ich da an das Limit von Zip denke. Und er da sechsmal rumspringt und jedes Mal 1200 abzieht ungefähr. Boah, ey. Jawohl, Level für Cloud. Ich habe das Gefühl, wir sind hier falsch. Aber die haben doch gesagt, wir sollen Iris besuchen. Aber warum ich denke, ich bin hier falsch, weil, hier Dingsbums nicht mitkommt. Der Bogenhagen. Da müsste doch mitlaufen. Aber der ist nicht da. Ja, wo war das denn jetzt? Nur geradeaus, ne? Da war doch der Tümpel, wo wir die reingelegt haben. Gucken wir mal. Ja, ja, lang ist's her. Lang ist es her. Vergessene Stadt oder so heißt das ja hier, ne? Ja, vergessene Stadt. Richtig. Ja, ja. Na, so eine irgendwie friedliche Musik. So friedlich und mysteriös. So, hier. Wir sind da. Und natürlich ist hier jetzt überhaupt nichts. Oder müssen wir da ins Haus? Oh, ich weiß es doch nicht, ey. Müssen wir wieder da runtersteigen? Geht das überhaupt? Nee, geht nicht mehr. Scheiße, ey. Wir sind... Wir rennen hier komplett umsonst rum. Ach, Mann. Der hat doch gesagt, Iris besuchen. Was mache ich denn hier gerade? Also, ja. So wird's dann irgendwie nicht gemacht. Dann muss ich mal auf ein Schiff. Der Bogenhagen ist ja irgendwie oben auf Deck. Da rede ich nochmal mit denen. Mal gucken, was der sagt. Und der hat gesagt, wir sollen hier hin. Können die sein. Verarscht uns hier, wo wir dabei sind. Altes Sack, der, ey. In seiner Schwebekugel. Lauf, Cloud, lauf! Nein! Wir haben's doch eilig! Wir wollen keine Gegner verkloppen! Was ist das denn für ein komischer Kessel? Stirb! So. Kurzen Prozess machen wir hier, yeah! Also ich fand das Schwert vorher besser, also vom Design her. Das sieht jetzt so Breitschwert so langweilig aus. Hat doch jeder Ritter im Mittelalter gehabt, so ein Schwert. Das davor, das da so richtig, yeah, Organics. Hieß auch cool. Jetzt haben wir, oh, das Himmelsschwert, das müsste eigentlich blau sein und irgendwie mit Wolken umgeben oder so. Himmelsschwert.
Sieht nicht aus wie ein Himmelsschwert, finde ich. So. Hier war falsch, so wie es aussieht. So. Hallöchen, ihr Halsabschneider. Ihr buddelt doch extra immer an der gleichen Stelle. So, dass man beim ersten Mal einen Schatz findet und danach gar nicht mehr, habe ich das Gefühl. Spang, ey. So. Schiff. Und so. Wo ist der Bogenhaken? Er ist da oben, ne? Auf Deck. Gehen wir den mal besuchen, den Schlawiner. Naja, der ist noch immer schlecht. Der kann man auch nicht mehr helfen. Ja, da ist er ja. Hey, Opa. Ich frag mich, wo du mich hinbringst. Nee, ist doch nicht dein Ernst. Wohin denn sonst? Zum Tempel des alten Volkes, der ist auch kaputt. Was? Ach nein. Ich rede mal mit allen. Mit allen. Ach, mit Chocobo nicht, ich habe ja keinen. Cockpit, so. Da wollen wir hin. Nee, die Katze nicht, die gehen auf den Sack. So. Und Iris, sie ist tot. Sie hat sich wohl in geistige Energie verwandelt und kehrte zum Planeten zurück, eh? Selbst wenn das so ist, gibt es keine Möglichkeit, sie wiederzusehen. Ja, toll. Ich möchte wissen, was Iris fühlte, als sie auf dem Altar lag. Ich bin mir sicher, sie wollte ihr Leben für den Planeten geben. Meinst du wirklich? Ich kann das nicht glauben. Ich muss mal hier eben den Volume runterschrauben. So. Sie dachte gar nicht ans Sterben, sondern an die Rückkehr. Sie sprach doch immer vom nächsten Mal. Sie sprach mehr als jeder andere über die Zukunft. Ja, wohin denn? Iris? Ich wollte sie in der Heimat mitnehmen. Tatsächlich. Hier, Vincent, weißt du noch irgendwas? Stadt des alten Volkes. Das alte Volk, so werden uns die späteren Generationen sicherlich auch nennen. Es ist für uns nur eine Frage der Zeit. Toll. Wir waren gerade in der Stadt des alten Volkes, das ist doch kaputt. Ich ging und erzählte Iris Mutter von ihrem Tod. Ja, und Elmira weinte, sie wie verrückt. Und die kleine Marlene ebenso. Ey, wohin, ey? Die haben doch den Arsch offen, wir waren doch gerade da. Oder wir sind noch immer hier. Hier ist die doch abgenippelt und wir sind da. Aber die sagen was von Stadt oder Tempel des alten Volkes, da sollen wir hin, aber... Ja. Das Problem ist hier mit, wir sollen zur Stadt oder Tempel des alten Volkes, das... Was blinkt denn auf der Map? Ach, das ist ein U-Boot. Das Problem ist, dass hier Dingsbums. Weißt du Bescheid? Was will ich denn sagen? Das Problem ist, dass dieser Stadt oder dieser Tempel gar nicht mehr existiert. Der ist ja bam, der war ja weg. Schwung in die Bumm. Da will er einfach den Krater sehen. Da können wir dir zeigen. Hier, pass auf. Pass auf, Kollege. Das war hier. Da. Hier. Hier, bist du zufrieden? Kann man hier landen? Kann man da überhaupt noch rein? Gucken wir mal. Hier. Das ist hier Tempel allen Volkes. Gibt's das noch? Ne. Würde mich wundern. Ja, hier ist nichts mehr. Wie zu erwarten. Leute. Ich war gerade bei Iris am Grab. Also mehr oder weniger. Ich weiß nicht wohin. Wie ich sowas hasse, ne? Boah, man macht's im Prinzip richtig, aber irgendwie doch nicht, weil ich weiß nicht. Wenn Iris doch zum Planeten zurückgekehrt ist, dann ist es doch scheißegal, wo wir uns befinden. Dann können wir überall, egal wo wir sind, zu ihr sprechen. Hier, willst du nach Midel? Willst du die Marco-Suppe angucken? Hier, komm. Hier, näher am Planeten kann es nicht sein. Hier ist eine Wunde. Landen. Landen. Hier. Da. Ach, hier kann man auch hin. Wusste ich gar nicht. Ahoi, das ist Midel, wie du sehen kannst. Naja, war dies eine ruhige Stadt mit natürlichen heißen Quellen. Jetzt ist alles weg. Aber irgendwie bin ich froh, dass alles sauber ist. So ist es einfach besser. Verrückter Alter. Ja. Hallo.
Ah, fühlst du dich nun besser? Das ist wirklich erfreulich. Du solltest dich nicht noch einmal so übernehmen, hörst du? Ach so,